Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 2, von Norden bis von Osten bis Westen. Ja, bin ich wieder, euer lieber guter Hallo Chris. Das letzte Mal sind wir als Franklins Geist durch das Edmund Hotel hin und her gespukt und haben versucht, diverse Gäste zu erschrecken. Das hat natürlich unheimlich gut gar nicht geklappt. Wir haben natürlich auch unsere Erledigungsliste und wir haben herausgefunden, dass zum Beispiel der Fahrstuhl gar nicht kaputt ist, sondern es gibt einen Geist, der die ganze Zeit dafür sorgt, dass wir nicht nach oben ins Penthouse kommen. Aber unsere Aufgabe ist es eigentlich noch, um ins Penthouse hinzukommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das machen. Ich habe so eine ganz grobe Idee, aber das erzähle ich aber gleich. Und ja, vielleicht können wir ja zum Beispiel unseren Clown erschrecken oder so, damit wir endlich aus dem Hotel raus können und unsere Familie besuchen können, denn wir müssen da noch ein bisschen was erledigen. Aber momentan, weil wir unsere Aufgaben nicht erledigt haben, können wir das Hotel nicht verlassen als Geist. Das ist super, super blöd. Was wir dagegen tun können, ob wir was dagegen tun können und was wir auch noch so zu tun haben, das erfahrt ihr heute bei Thimbleweed Park. Und ich wünsche euch nun viel Spaß und gebe ab ins Edmund Hotel. Und hier sind wir auch schon. Es wabert wieder alles wie beim Geist durch die Gegend. Es ist alles so ein bisschen komisch. Und wir haben hier nichts im Inventar, weil wir irgendwie nichts aufnehmen können, denn unser Benutzer, Rede, Gib und Gedöns ist alles ein bisschen anders. Denn wir haben hier Klage, Stöhne, Spritze, Säpe, Schaue, Verzage, Kühle, Puste und Rede. Ja, wir können halt irgendwie auch nichts mitnehmen. Ich habe jetzt noch eine kleine Idee. Wir können jetzt erstmal in den Fahrstuhl reinschweben. Und selbst wenn wir jetzt versuchen, hier den Knopf zu drücken zum Penthouse, kommt Clara und sagt, geht nicht, ich kann dich da nicht reinlassen. Blöderweise können wir ja, wenn wir im Fahrstuhl sind, nicht wechseln. Das ist natürlich ganz, ganz doof. Ich überlege gerade, ob wir, wenn wir jetzt wechseln... Ganz lustig, wir können einen Teil des Geistes hier so ein bisschen sehen. Also so, da so. Wenn ich jetzt hier reingehe... ja, dann drücken wir doch den Fahrstuhlknopf. Und zack. Können wir jetzt eigentlich hier... Sobald wir im Fahrstuhl sind, können wir nicht wechseln. Das ist ärgerlich, weil ich dachte eigentlich, dass wir ihn... jetzt hier im Fahrstuhl erschrecken können. Obwohl können wir ja. Wir können ja mal versuchen, ins Penthouse zu fahren. Stimmt ja. Penthouse. That's weird. I swear I pushed the penthouse button. Must be broken. Vielleicht. Floor 7. Das machen wir gleich nochmal. Penthouse. That's weird. Okay, er erschreckt sich noch nicht mal. Das ist sehr, 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 sehr schade, weil dann habe ich keine Möglichkeit, irgendwie jetzt hier woanders hinzugehen. Wir sind auch schon im Hotelraum gewesen, wo Franklin getötet wurde, haben dabei nicht viel gefunden und wir haben, ja, jemanden erschreckt. Das hat aber irgendwie nicht gereicht. So, wir gucken mal, was hier bei unserem Agent... Achso, wir haben den Reisepass, stimmt. It's a German passport for Boris Schultz. Ja, ja, klar, das hilft uns aber momentan nicht weiter. Wir haben noch unsere To-Do-Liste hier. So, und da ist halt hier für das Hotel nicht so viel. Wir sollten auch noch Pilz in der Kanalisation finden. Ja, gut. Wir müssen auch noch mit Dolores reden, das könnten wir eigentlich tun. Vielleicht kommen wir da weiter. Denn so als Franklin können wir hier offensichtlich nicht so viel ausrichten. Wir können allerdings mal zu unserem Clown wechseln. Und den schicken wir jetzt mal... mit seinen quietschenden Schuhen ins Hotel. Nur soweit es geht. Ich weiß gar nicht, ob das für die Handlung überhaupt relevant ist, aber ich finde die Idee lustig, dass er in dem Hotel auftaucht und dann von unserem Geist erschrocken wird, erschreckt wird. Das ist eigentlich eine ganz lustige Idee. Ich hoffe, dass er... wahrscheinlich würde er sagen, was willst du eigentlich? Das ist doch nicht mal ansatzweise gruselig oder so. Aber man weiß es halt immer nicht, ne? Außerdem hat er hier Anti-Juck-Creme. Wir haben eine Schlange in der Schachtel. Wo haben wir das denn her? Ja, vielleicht können wir hier irgendwas damit ausrichten. Das weiß man immer nicht so genau. Sind wir überhaupt richtig? Doch. So, dann laufen wir zum Aussichtspunkt. So, jetzt gehen wir zum Hotel. So, und das Hotel ist hier. Zack. Da gehen wir jetzt rein. Auch ein bisschen schneller ruhig. So... jetzt haben wir alle an einem Ort. Das ist ja ganz witzig. Da ist unser Gastgeist. Wir gehen jetzt mal zum Trinkbrunnen. Und jetzt wechseln wir zu Franklin und erschrecken mal den Clown. Ich weiß noch nicht, ob das hilft, aber man weiß es ja nicht. Spritze Trinkbrunnen.
Tatsächlich! Oh, for sake. Ach, zum Teufel! I wonder what the guest is up to now. Geht das nochmal? Zack. Kühle. Oh, for sakes. Again? Ach, zum Geil. Warte, schon wieder? Können wir das irgendwie nochmal irgendwie Zappe-Trinkbrunnen? That doesn't use electricity. Aber kann ich Ransom den Clown zappen? Nein, aber ich kann zu Ransom. Kann ich mit Ransom reden? I'm right here. Ich stehe doch hier. Beachte mich. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Aber vielleicht schicken wir Ransom mal ins Penthouse. Vielleicht funktioniert das. The doors are closed. Ja. Es kann halt auch immer nur einer gleichzeitig im Fahrstuhl sein. Das ist natürlich blöd irgendwie. Zack. Was ist, wenn wir jetzt den Penthouse-Knopf drücken? Verjagen wir uns dann? Well, now that's weird. I swear I pushed the penthouse button. Nee. Must be broken. Das funktioniert also auch nicht. Gut. Dann stellen wir die hier mal in der neuen ab. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir jetzt als Franklin ins Penthouse kommen. Aber das ist schließlich unsere Aufgabe. Das steht auf unserer Buhu-Liste. Versuche mit Dolores zu sprechen. Das können wir nicht, weil wir nicht aus dem Hotel rauskommen. Besuche Chucks Gruft zum Abschluss. Können wir machen, aber erst wenn wir nach draußen kommen. So. Gelange in das Penthouse und flüchte ins Jenseits. Wir können halt nicht ins... Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt... The elevator isn't on this floor. Ja, das stimmt. Dann zappen wir doch mal den Fahrstuhl. I wonder what the guest is up to now. Können wir eigentlich hier so... Looks fine to me. Kann ich die Glocke irgendwie zappen? That doesn't use electricity. Kann ich die Glocke anpusten? Ja, super. Kühle Glocke? I feel like something other than the Hotel Tron 3000 is watching me. Well, back to work, Abu. Ja, Passwort brauchen wir nicht, haben wir nicht. Tja, irgendwie können wir den... I feel like something other than the Hotel Tron 3000 is watching me. Ja, wir beobachten dich, das stimmt, Manager. Oh, da liegt ein Stopcorn. I wonder what the guest is up to now. Kann ich den irgendwie nehmen? Seppe, Stopcorn? Jetzt er weg! Das hilft ja überhaupt nicht. Kann ich kühle Glas? Who's giving me an evil stare? Pusteglas? Spritzerglas? There's no water to splash there. I wonder what the guest is up to now. Tja, was ist, wenn ich jetzt zum Glas hingehe und mir das angucke? It's been lipstick to death. Lipstick to death. Was, wenn ich das jetzt irgendwie puste? I wonder what the guest is up to. Who's giving me an evil stare? Das ist ihr halt super egal. Hallo. So, jetzt ich kann looks fine to me. So, Xavier says talking on duty is not allowed. Ja, also, ja. I don't talk to new ghosts. Leave me alone. Ja, super, aber das hilft uns doch überhaupt nichts. Da steht G plus E. G plus E? Hab ich das eben gerade die ganze Zeit komplett ignoriert? Da steht noch was daneben. X und V? Oder so? Keine Ahnung. Oder X und N? Gehen wir doch mal zu 6. Können wir hier irgendwie die Fahrstuhlknöpfe zappen? Ja, das funktioniert halt überhaupt gar nicht. Also das hat da kühle Fahrstuhlknöpfe. Vaguely acceptable chilling. Puste Fahrstuhlknöpfe. Puste auf Clara. Nee, geht nicht. Zimmer 609, ja.
Hier ist halt eben auch nichts. Chuck's reach extends everywhere in this town, even from his grave. Ja. Seppelgemälde. That doesn't use electricity. Ja, das bringt uns halt eben nichts. Wir können jetzt hier ein paar Leute erschrecken und dann war's das. Hat er hier die Hotelcard? 705 war das Opfer von Boris Schulz. Dann machen wir das nochmal so, dass wir jetzt hier hingehen zu 705. Zack. So. Und wir stellen uns jetzt mal hier hin und dann holen wir Patrick. Franklin? It's an elevator. Ja, stimmt. Dann zappen wir mal den Fahrstuhlknopf. Kling, hallo. Einmal bitte zu 705. The elevator's still moving. Ja. So, wenn wir jetzt das Licht auszappen, merkt unser Agent dann was? Zappen Lichtschalter? Also Reyes ist irgendwie super unbeeindruckt. Seppe Toilettendeckel. That doesn't use electricity. Ja, dann Spritze Toilettendeckel. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Seppe Fernseher. It's now showing I love my cat. Seppe Fernseher. It's now showing banana, banana, bananas. Seppe it's now showing Fernseher. Skiing for cash. Seppe it's Fernseher. Now showing the rich and the soapy. Seppe it's now showing mal. Hospital hijinks. Seppe I turned it mal. Off. Danke. So kann man den Hoteltron zappen? If I zap that, someone might notice and get suspicious. Ja, das ist doch Sinn der Sache. Is Ray looking over my shoulder again? Er merkt schon, dass wir da sind, aber wir können nichts machen. Hallo. You know, I don't know what I mean when I say, you know. Tja. Toll, es funktioniert überhaupt gar nichts. Das ist doch Käse. Also so kommen wir hier offensichtlich nicht weiter. Das ärgert mich ein wenig. Aber dann können wir ja hier als Profi-Ermittlerin, wir haben ja schließlich auch, das ist eine Schlüsselkarte für Franklin. In der 601. Ich wollte nicht telefonieren. Aber da sind wir eigentlich auch schon gewesen. Also eigentlich hilft es ja nicht viel, wenn wir da jetzt hinfahren, das uns angucken, oder? Sie macht's schon wieder. Ist egal bei wem. That's weird. I swear I pushed the penthouse button. Also irgendwie. So. Das ist ja das, wo Franklin gewesen ist. Da sieht man ja den Kaugummi. That gum appears to be the only evidence that Franklin was ever in this room. Können wir Franklin vielleicht hier reinbringen? It's a button to call the elevator. Ja. So, wenn wir jetzt in unser eigenes Räumchen hinfliegen. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll, aber vielleicht können wir da miteinander reden. Das weiß man ja mal nicht so. Das ist eins zu früh. Da steht sie. Kann ich jetzt das Kaugummi zappen? That doesn't use electricity. Kann ich es kühlen? Who's giving me an evil stare? Das merkt's, wenn ich puste, ja? Puste auf Toilettendeckel. Kühle Toilettendeckel. Zack. So, kann ich jetzt irgendwas hier zappen, womit sie merkt, dass ich da bin? Zappe Lichtschalter.
wie die gar nicht miteinander interagieren, wie es ihr einfach scheißegal ist. Offensichtlich sind Geister nicht mehr ganz so gruselig, wie ich gedacht habe. So, kann ich jetzt hier mit ihr reden? I'm right here. Na, kann ich in den Spiegel schweben? Kann ich mit dem Spiegel was machen? That doesn't use electricity. Kühle, Spiegel. Who's giving me an evil stare? So, wenn ich jetzt zu Agent Ray wechsle, gehe zu Spiegel. Who's the fairest of them? Ja, genau. Oder kann ich vielleicht die Toilette benutzen? Wenn ich jetzt zu Franklin wechsle und ich kühle den Toilettendeckel. Das merkt sie auch überhaupt nicht. Wie soll ich mich denn aufmerksam machen? Also auf mich aufmerksam machen. Das ergibt alles 0 Cent. Nimm Kaugummi. I'm not touching that. Warum nicht? Wer weiß, wozu es gut ist. So, okay, dann reden wir mit Dolores. Wir haben von der Leiche noch nichts, was wir irgendwie... Ja, dann gehen wir jetzt... Okay, warte. Kann ich das hier? Hotel, alter Zirkus, Radiosender, verlassene Fabrik, Wanderweg und Admit Mansion. Hier war das, ne? Whee! Ja, längster Weg ever. Er ist ja immer noch da. Digging. Hi, Doug. What are you doing there? Oh, I'm just digging. Mostly holes. But then I buried them again, all neat and tidy. Ja. Dann gehen wir doch mal zur Vordertür. Digging. Klingeling. Hi, Hello? Dolores. How can I help you? Federal agent. Welche Grafik-Adventures lohnen sich wirklich? Das wollte ich schon immer mal von einer unbekannten Person wissen, die ich eigentlich befragen wollte. Know any great graphic adventure games? I'm sorry, this isn't a good time to chat. Ach. So, if you'll excuse me, I need to talk to my sister about the will reading before heading out. She's waiting for me in the library. Well, okay. Just don't leave town. Warte, sie geht wieder raus? Können wir auf den Dolores wechseln? Ha! Cool, wenn ich das vorher gewusst hätte. Das würde einiges einfacher machen. I really can't talk right now. Still dealing with family issues. Maybe you can come back later. Okay then. I'll be back. Na toll. Das heißt, es ist jetzt überhaupt... Warte mal. Halt. Der Benzinkanister steht. Kann ich den mitnehmen? Diggin? Der steht ja immer noch da. Diggin. Geil! Warum? Ja, it's special gas for chainsaws only. Moment. I need to stay focused and solve this murder, so I can do what I need to. Juhu! Ich weiß nicht, wozu das gut ist, aber wir können die Kettensäge jetzt mit Benzin füllen. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Das ist ja lustig. Aber wir haben jetzt Dolores. Und wir haben ihr Tagebuch. Finde raus, was mit Dad passiert ist. Ja, wir gehen jetzt ins Hotel. Über ASCII-Tabellen? Geh und rede in der Bibliothek mit Leonore und sammel mehr als 56 Staubkörner. I love basic. Wir können doch erstmal in die Bibliothek gehen. Wo war die? Die war oben, ne? Where the hell have you been, ha. Dolores? We're all here waiting for you, so we can start the reading of Uncle Chuck's will. Okay. Take a chill pill, Lenore. Echt? I had to answer the door. It was one of those federal agents. I don't care if it was the flippin' Pope. Okay. And hands off the cute one. He's mine. Wow, but, you know, Alter. Sister, I want to know what I got. Wait, I thought you said everyone was here. Where's the lawyer? I don't know. I thought he was coming with you. Was? Oh, Lenore, you're useless. Has anyone tried calling him? Well, maybe if you hadn't left town and broken Uncle Chuck's heart, we wouldn't need to call a lawyer to read a will. Ach, jetzt sind wir schuld. This is all your fault, Dolores. Oh, das ist ja überhaupt nicht nett, unnett oder so.
Chucky? Dolores, if you have anything to say, you say it to me. Okay. Don't make Chucky cry. Wow, Alter. Was ist mit Peter? Dolores, if you have anything to say, you say it to me. Okay, okay, stop okay. Bothering Peter. Dann reden wir eben. Okay, we got off on the wrong foot. Let's try again. Lenore. Dolores. If you came for the will reading, you might as well leave now and save yourself the disappointment. Uncle Chuck had a new favorite niece before he passed. Also, have you called the stupid lawyer yet? Nein. I want to get the will read and see how little Uncle Chuck left you. Wir müssen jetzt tatsächlich einen Anwalt besorgen, ja? Do you know anything about Dad's disappearance? Dad probably ran off to hide somewhere. Ja, klar. It's amazing that Dad and Uncle Chuck were cut from the same genes. One a powerful leader and the other, well, spineless. Don't talk about Dad like that, Lenore. Boah. You're so cruel. Ja, bist du verdammt. Wie geht's Chuck Jr. eigentlich? How is Chuck Jr. doing? Chucky is thriving. Okay. Some people say he's a brat, but those people just don't recognize his blossoming leadership abilities. Führungsqualitäten. No doubt picked up from Chuck Senior, because he certainly didn't get them from his father. Ich, so langsam denke ich, dass Lenore das Testament hat umschreiben lassen, um dann Franklin umzubringen oder um Chuck umzubringen. Sie ist, glaube ich, richtig mies unterwegs. So richtig mies unterwegs. So Uncle Chuck really hated me? Can you flip and blame him? Wow. You broke his heart when you left to become a, you know what? A game developer? Hm? Oh, shh. Do you want the whole house to hear? Was? Als ob es irgendwie schlimm wäre, wenn man das macht, was man wirklich möchte. Aber naja, gut. I think we're done here. Don't let the door hit you on the way out. Das wollte ich eigentlich gar nicht auswählen. Have you called the stupid lawyer yet? Ja, Moment. Would it kill you to help out a little? I wasn't the one who abandoned the family. Wow. I was always there for Uncle Chuck. So it's time for you to finally lift a finger and help out. Oh, gag me. All you were ever there for was a handout from Uncle Chuck. So. Oh, Dolores, I won't shed one tear for you when the will is read and Uncle Chuck left everything to me. Das ist echt hart, ey. I think we're done here. Don't let the door hit you on the way out. Kann ich noch was mit dir erklären? Have you called the stu- Ja. Would it kill you to help out a little? I wasn't the one who abandoned- Das hatten wir ja schon. Oh, Dolores. Okay, dann sind wir ja wirklich fertig. I think don't. Okay, also müssen wir jetzt den Lawyer holen. Haben wir eine Telefonnummer oder was ist, was steht in unserem Tagebuch? Es steht nichts drin, dass kriege den Anwalt dazu, das Testament zu öffnen, aber wo kriegen wir denn einen Anwalt her? Finde raus, was mit Dad passiert ist und aber wo genau befindet sich in Thimbleweed Park ein Anwalt? Hauptsache, sie steht da noch. Oh, sie reden miteinander. Diggin. Wie geil ist das denn? Kann ich mit ihr reden? Hello, Agent Ray. Catch the killer yet? Not yet. Program any new murder simulators? I don't program murder simulators. I make video games. Whatever you want to call them. Wow. I need to go. Okay, dann gehen wir mal. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo wir den Anwalt herkriegen. Aber das ist ja erstmal auch egal. Wir gehen jetzt ins Hotel. Wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, kommt der Berg eben zum Propheten. Wir versammeln jetzt einfach alle im Hotel. I wonder what the guest is up to now. Looks fine to me. Er soll reden. Hello, Dolores. How lovely to see you today.
How may I be a boo of service? Did you see my dad just before he disappeared? Gute Frage. I saw him, but I don't know, Abu, what happened to him. Funny thing, Abu, though. Yes? Please, tell me everything. That same day, a man with a large nose, Abu, checked in and then disappeared. Mm-hmm. Weird. Dad's nose isn't big, and you know what Dad looks like. How else may I be Abu of service? How's business been going? In this town? Always slow. You know how it is. How else may I be Abu of service? I'm going to check out the beautiful lobby. Goodbye. Have a nice evening, Abu. Pass mal auf, wir stellen uns jetzt an den Trinkbrunnen. Und dann holen wir Franklin. Da wir ja von der obersten Etage auch nicht hoch ins Penthouse kommen, weil das nur mit dem Fahrstuhl zu erreichen ist, warum auch immer. Wo müssen wir denn hin? M? Nee, L für Lobby. Ach, verdammt. Naja, wir können ja auch hier lang. Das ist ja eigentlich sogar kürzer. Also, gefühlt zumindest. Rede mit Dolores. Dolores, it's me, Dad. Dolores, can you see me? I'm standing right here. I want to give you a hug and say I'm sorry. I wish I'd, you know, stood up for you against Chuck. I'm really proud of you for getting that programmer job. You followed your dreams and didn't let Chuck hold you back. I wish I could have, you know, been as strong as you. Yeah. I wish I'd stood up to Chuck. Yeah. Chuck pushed everyone around and used his charm to make everyone forgive him. Yeah, I saw it and, you know, didn't do anything. Goodbye, Dolores. I miss you. Versuch mit Dolores zu sprechen. Haken. Hat funktioniert. Wir erwischen sie jetzt aber trotzdem. Wir spritzen auf den Trinkbrunnen. It must be a ghost doing that. I didn't know there were ghosts in the hotel. It's me, Dolores. No. Must be my imagination. Was? Really? Kann ich das nochmal machen? The effect would be better if someone was using it. Ja, okay, wir müssen Dolores da wieder hinstellen. Benutze Trinkbrunnen. Ah, die Geräusche! Yeah. Okay. Wieder zurück zu Franklin. Kühle. They should really get someone to look at these pipes. Or the ghosts. Whichever it is. I wonder what the guest is up to now. Ich kann also mit Dolores nicht reden. I love you, Dolores. Interessiert sie auch nicht. Mom always said I wouldn't amount to much. Aber wir haben ja noch einen größeren Effekt. Wir sind ja in der kompletten Lobby. Wir können ja zum Brunnensockel schweben. Und da jetzt Dolores hinstellen. So. Jetzt. Ha! Aber ist auch nicht so geil, offensichtlich. Spritze. Nochmal. Tja. What? Why can't I leave? I bet it's Xavier keeping me here in this stupid hotel. Wir können immer noch nicht raus. Das ist aber blöd jetzt.
Aber wie kommen wir denn jetzt ins Penthouse? Wie kommen wir jetzt ins Penthouse? The doors are closed. Ja, das weiß ich. Jetzt warten wir erstmal, bis der Typ da weg ist, dann gucken wir mal auf den Computer. Well, back to work, Abu. There's no on button I can find. Oh. I guess only the hotel manager can use it. That's our state-of-the-art Abu surveillance system. It is not for guest use. Wie ist das? I'm a ghost. Also, wenn wir das Ding jetzt anzappen. Und auf Dolores? Ha. Aber sie kann ja... Passwort kann ich doch nicht mal eingeben. Also, ich kann es nicht benutzen. Okay. The doors are closed. Ja, drücke Knopf. I wonder what the guest... Und jetzt fahren wir aus irgendeinem Grund zum Penthouse. Nur so, weil wir es können. Und? That's weird. I swear I pushed the penthouse button. Must be broken. Okay. So funktioniert der Trick auf jeden Fall nicht. Die Frage ist, wie funktioniert er? Wir haben jetzt Leute erschreckt. So ziemlich jeden, den wir spielen können. Ich habe keine Ahnung, was wir noch machen sollen. Das ist sehr, sehr schade. Wir können uns nicht in den Computer reinhacken. Wir haben mit dem Manager geredet. Können wir nochmal mit ihm reden? Hello, Dolores. How lovely to see you today. How may I be Abu of service? How's business been going? Hat man ja schon. In this town, always slow. You know how it is. How else may I be a boo of service? Okay, I'm going also to check out the beautiful nicht. Lobby. Goodbye. Have a nice evening, Abu. Wie kommen wir jetzt ins Penthouse? Oder wir können uns erst mal darum kümmern, wie wir überhaupt einen Anwalt rankriegen. Was wir jetzt aber davon alles machen, es steht ja noch genug aus, was wir tun können. Also von daher, sage ich mal, das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so war, lasst doch bitte einen Daumen rauf da. Habt da irgendwie Vorschläge, die man tun könnte, schreibt doch bitte nach unten ins Video, in die Kommentare. Würde mich freuen, ich antworte auch so schnell es geht. Und dabei bin ich euch zu sagen, ich bin der Chris, das war Thimbleweed Park. Ich verabschiede mich und sage, bis zum nächsten Mal. Tschaußen!